Manchmal steckt man in gewisse Dinge oder besonders in gewisse Menschen zu hohe Erwartungen und wird prompt eines Besseren belehrt und fällt sehr zügig wieder zurück auf den Boden der Tatsachen, um es mal philosophisch zu diktieren. Genau diese Tatsache ereilte uns mit Jack Diallo, aka Diablo, den wir ja in der letzten Episode getradet haben. 82er Overall, da war Schluss. Jedenfalls ist es meine Vermutung, das Potenzial verrät da nichts anderes und deswegen waren die Zeichen getrimmt auf Abschied. Er war nicht der Einzige oder ist nicht der Einzige, der sich ein neues Team suchen muss. Haben gerade gesehen, dass wir noch DeMar Carroll über einen Trade zu uns geholt haben. Also, es ist nichts Neues für uns. Niemand ist sicher. Veränderungen werden zwangsweise stattfinden. Sehen aber gerade im Hintergrund die All-Star-Teilnehmer. Wir sind wieder im Trott. Julius Randle dabei, Nikola Jokic. Also es kommen junge Spieler dazu. Im MVP-Auszeichnungsrennen ist Steph Curry ganz vorne mit 34,5 Punkten im Schnitt. Und dazu gesellen sich 8,1 Assists. Also es ist eine starke Saison vom Guard der Warriors. Simon Gray, unser Rookie, ist dabei im Rennen für den Rookie of the Year Award, aber ich glaube nicht, dass er da gut genug ist, das Ganze unter Dach und Fach zu bringen. Am Rande, beziehungsweise an der Randnotiz, war die Verlängerung von James Young, ein Rollenspieler mehr, den wir an uns binden. Das alles kann man unter der Rubrik Vorgeplänkel notieren, denn das eigentlich Interessante ist das aktuelle Standing der Seattle Reapers, 22 Spiele für uns noch zu absolvieren. Wir sind nur im unteren Drittel der Conference und da wollen wir eigentlich nicht hin. Aber nach einem gewaltigen Sprung gen Ende der Regular Season sehen wir, dass die Mavs sich einen Playoff-Platz ergattert haben. Wir haben ja ihren First-Rounder ertradet und die Jungs sind völlig eskaliert. Rang 7 im Westen, eine einzige Katastrophe. Aber wir hielten Stand, blieben der Linie sozusagen treu und haben einmal mehr die schlechteste Bilanz überhaupt in der NBA ergattern können. Zur Erinnerung, unser First Rounder für den kommenden Draft ist in Dallas, allerdings Top 3 protected. Somit müssen wir in der Lotterie einen der drei ersten Picks bekommen. Ansonsten sieht es überhaupt nicht rosig aus, aber wir gehen zunächst die Saisonauszeichnungen durch. Curry hat sich durchgesetzt. Keine allzu große Überraschung mit diesen Stats. Rookie of the Year wird Enrico Itso oder Enrico Itso von den Washington Wizards. Der sechste Mann des Jahres wird Wade Baldwin von den Memphis Grizzlies. Und Defensive Player of the Year wird Karl Anthony Towns, der anscheinend seine Defensivprobleme über die Jahre in den Griff bekommen hat. Für uns eine erfreuliche Nachricht: Louis Augustin wird MEP. Damit zeichnet sich ab, dass unser Weg nicht so verkehrt sein kann. Simon Gray zudem im All-First-Rookie-Team. So viel dazu. Bevor wir ins Eingemachte gehen, geben wir uns noch die Postseason, sehen die Matchups und los geht die wilde Fahrt. Der Simulationszug ist auf dem Weg. Die Warriors gegen die Thunder im Westen, interessantes Matchup, das OKC sehr, sehr eindeutig für sich entscheidet. Und auch in den Finals ist es OKC, die sich den Titel sichern. Ein Spiel oder eine Serie über 7 Spiele gegen die 76ers und das Unikat himself, Russell Westbrook, wird Finals MVP mit 21,3 Punkten im Schnitt. Alles Makulatur, Randnotizen, Nebenschauplätze, nennt es wie ihr wollt. Willkommen einmal mehr in der Offseason. Und alle guten Dinge sind drei. Das ist das Motto.
wieder die 25%ige Chance auf den First Pick. Aber wir geben uns nochmal zur Übersicht den aktuellen Kader. Mit Gornev und Augustin stehen zwei Säulen bereit in diesem Team. Und jetzt ist natürlich der Fokus auf die Nummer 3 gerichtet und das soll Marty Sheridan werden, der vermeintliche First Pick in diesem Draft, der beste Spieler in diesem Jahrgang. Und um ihn zu bekommen, müssen wir genau diese Tortur erneut bestehen. Die Lotterie. Ganz oben, wir sehen es, die Reapers, 25%. Das ist mittlerweile eine Zahl, die Kryptonit gleicht. Es ist unsere Achillesferse. Bis jetzt hat es nicht geklappt, nicht klappen wollen. Und die Raptors und die Grizzlies komplettieren die Top 3. An 13. Stelle ist der Pick über die Mavs. Mit einer 0,6%igen Chance haben wir auch da einen weiteren Aspekt für den First Pick. Und es darf beginnen. Ich kann es kaum glauben. Nach dem dritten Versuch ist es tatsächlich passiert. Die Basketballgötter haben uns erhört, sind uns gnädig gewogen gewesen in dieser Lotterie, haben den First Pick, unfassbar, und somit sind wir nun in der Lage, das benannte Puzzlestück unserem Team hinzuzufügen. Bevor das passiert, haben wir noch eine Veränderung auf der Head Coach Position getätigt. Steve Clifford wird nun die Zügel in die Hand nehmen. Davor ein Coach, dessen Namen ich gar nicht kannte, euch auch nie wirklich präsentiert habe. Das war natürlich alles zweitrangig, wollten ja schlecht sein, aber nun, es ist soweit, stehen die Gleise auf Richtung oberes Drittel der Conference. Das ist das Ziel. Natürlich nicht direkt von Anfang an, aber mit diesem jungen Herren, den wir in dem NBA Draft 2021 zu uns holen, mit dem First Pick, ich kann es kaum glauben, immer noch nicht. Ich kann es nur betonen. Marty Sheridan aus Cincinnati, 82er Overall Shooting Guard, 20 Jahre jung, 27,6 Punkte aufgelegt, dazu gute Boards gepflückt und auch Dimes verteilt. Der Mann ist unser neuer Franchise-Player. Gehen aber noch die Top 3 durch. Gastik wird gepickt von den Toronto Raptors. 70er Overall, ihr seht den riesigen Leistungsabfall in diesem Jahrgang. Wieder einmal nicht tief, aber der beste Spieler ist ja bereits in unseren eigenen Reihen. Der dritte Pick ging an die Jazz. Die Grizzlies damit rausgerutscht, das kenne ich nur zu gut, mein Beileid. Muss ich da bekunden, sind ja ein gebranntes Kind. Jacob Crawford, Power Forward, ein Double-Double im Schnitt, aber auch hier der Overall nicht wahnsinnig hoch. Interessant wurde es dann tatsächlich doch noch, nämlich Pick Nummer 4. Da gab es einen Trade, die Grizzlies hatten diesen bekommen und verschiffen das Teil nach L.A. bekommen Blake Griffin dafür und Sam Decker. Und damit sind die Clippers vollends im Niemandsland angekommen. Wieder ein sehr, sehr konfuser Trade, wenn ich ehrlich bin. Und apropos Trades, die kamen jetzt auch noch, und zwar auf unserer Seite, hatten ja sehr, sehr viele First-Rounder durch diverse Umstrukturierungsmaßnahmen zu uns gelotst, aber ich betonte es schon, der Jahrgang gab nicht viel her, besonders nicht so tief, und deswegen verschiffte ich alle First Rounder, alle restlichen First Rounder zu diversen Stationen,
haben dann für die kommenden Jahre nochmals Möglichkeiten in den Draft einzugreifen und haben zum Beispiel auch noch Isaiah Whitehead zu uns geholt. Hier haben wir die Draft-Übersicht. Unglaubliche Diskrepanz, kann ich immer wieder nur betonen. Und nun, wo wir die absoluten Zahlen auf dem Papier haben, gehen wir einmal durch. 82er Overall, der Midrange ist seiner, von draußen 77, bedrängt sogar 81 Korbleger. 91, der Drive ist absolut da, Kontaktdank auch, der Post ist Fehlanzeige, gute Hände, überragender Onball-Verteidiger, die defensive Konstanz bei 88, Einsatz 99 ist wahnsinnig schnell, die Reaktion abnormal hoch und das Potenzial bei 94. Bereits als Rookie mit 13 Plaketten ausgestattet, ist dieser Mann eine wahre Freude, eine wahre Wonne. Bin sehr gespannt, wie er sich im Team machen wird. Zudem gibt es neben unserem Top-Rookie noch andere Aspiranten, die einen Vertrag haben wollen. Alle Second-Rounder, nur Lukowski, ein Big Man aus Europa, bekommt einen Vertrag, beziehungsweise wir halten seine Rechte, denn der Mann kommt halt aus Übersee. Offene Option, Augustin Gornev und Dinwiddie. Diese drei Spieler dürfen bei uns bleiben, zwei Stützen natürlich dabei. Und nun heißt es, gut werden. Ich kann es kaum glauben.